Ach krass, was macht ihr denn hier im Schrank auf Zypern? Ich werde euch ja gar nicht mehr los. Na gut, komm, wenn wir schon mal hier sind, ja? Hi. Heute in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du es schaffst, finanzielle Freiheit zu erlangen, wie du es schaffst, an den Orten zu arbeiten, an denen du gerne arbeiten willst, beispielsweise auf Zypern. Und ich möchte dir gerne zeigen, was Möglichkeiten sind, die du hast, um das tatsächlich umzusetzen. Und damit starten wir ins Video. Hi und herzlich willkommen nochmal. Mein Name ist Manuel Gonzalez und falls wir uns nicht kennen, hier auf diesem Kanal geht es darum, wie du deine Leidenschaft findest, wie du ein Leben nach deinen eigenen Regeln gestaltest und wie du damit dann auch finanzielle Freiheit erlangen kannst. Und wenn du sagst, das klingt für dich auch nur halbwegs interessant, würde ich mich freuen, wenn du auf den Kanal gehst, wenn du das abonnierst und wenn du die kleine Glocke anklickst, so dass du benachrichtigt wirst, wenn es ein neues Video gibt, montags, mittwochs und freitags. So, der ein oder andere Abonnent hat es schon vielleicht mitbekommen über Instagram. In den letzten Tagen war ich recht viel unterwegs. Ich war von Düsseldorf nach Berlin, von Berlin nach Mainz zu meinen Eltern und nach Frankfurt und jetzt bin ich in Zypern. Und eine Sache, die mir, während ich so viel unterwegs bin, immer wieder auffällt, ist, wie wahnsinnig abgefahren das eigentlich ist, dass ich mir meine Zeit frei einteilen kann. Und verstehe mich richtig, ich arbeite wirklich viel. Meine Freundin, die gerade hier auch mit mir unterwegs ist, kommt immer mal wieder auf mich zu und versucht mir was zu erzählen und ich wimmel sie einfach ab, weil ich arbeite. Und das ist ein Leben, das ich mir ausgesucht habe. Der Punkt bei der Arbeit hier ist aber, und ich sage das immer wieder, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, der Punkt bei der Arbeit ist, es ist nicht Arbeit so wie, oh nein, ich muss arbeiten, sondern es ist Arbeit wie, oh fuck yeah, endlich kann ich arbeiten. Und das ist ungefähr so, wie wenn du vielleicht Piano spielst oder Fußball spielst oder Computer spielst. Du machst eine Sache, die du so sehr liebst, dass du sie selbst dann machen würdest, wenn du gar nichts dafür bekommen würdest. Und das ist das Faszinierende daran, du machst es nonstop und immer weiter. Und dadurch wirst du so gut in dieser Sache, dass irgendwann Geld kommt. Und zwar, weil Leute dich dafür bezahlen, dass du das für sie machst, weil du ihnen das vielleicht beibringst oder weil du es einfach schaffst, in deiner Sache gut zu werden. Und ganz egal, was deine Sache ist, das Wichtigste ist, dass du wirklich mit Leidenschaft dran gehst, weil wenn du dafür brennst, dann wirst du da drin gut sein. Und ich unterscheide immer ganz gerne auch in verschiedene Persönlichkeitstypen und die wichtigste Frage, die du dir immer wieder stellen solltest eigentlich ist, bist du introvertiert oder extrovertiert? Und als Extrovertierter bist du oft eher unordentlich und dieses Unordentliche, das passt nicht so gut mit Internetmarketing zusammen. Da würde ich dir empfehlen, dir jemanden zu suchen, der introvertiert ist. Achtung, nicht schüchtern, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Schüchterne Menschen, die haben oft ein etwas geringeres Selbstwertgefühl und trauen sich nicht so viel, aber introvertierte Menschen, die sind einfach gut da drin, ruhig zu sitzen, die Klappe zu halten. Andersherum, extrovertierte Menschen, das bin dann wohl ich, die sind ganz gut da drin, mit Menschen zu arbeiten. Und deswegen war meine Lösung für mich, Online-Marketing zu machen, war nicht, mich hinzusetzen und aktiv Online-Marketing zu machen. Das habe ich auch jahrelang gemacht und das mache ich auch heute immer noch, aber vor allem ist meine Lösung dafür, dass ich mir ein Team aufgebaut habe von Leuten, die viel besser still sitzen, die Klappe halten und umsetzen können, als ich das kann. Das ist eine Sache, die ich dir auch mitgeben möchte, wenn du sagst, du möchtest gerne Online-Marketing machen. Bitte, nur weil es das gibt, heißt das nicht, dass es das Beste für dich ist, okay? Ich bin an Online-Marketing selber schon auch jahrelang immer wieder in Punkten gewesen, wo ich gesagt habe, fuck this shit, das kann doch nicht sein. Warum können das andere und ich kann das nicht? Und der einfache Grund, warum das so ist, ist schlichtweg, weil ich nicht so gut stillsitzen, die Klappe halten kann. Ich habe gestern, ich habe investiert unter anderem in Kryptowährungen. Ich glaube, neue investiert. Und diese neuen Kryptowährungen, da musste ich den Bitcoin aufteilen und überweisen und schicken. Und das war dann 0,12 Bomba und irgendwie 2,43. Und das sind überhaupt nicht. Wenn du mich fragst, was ich gerne in meiner Freizeit mache, dann steht da in dieser Liste garantiert nicht mit weit oben Tabellen und Zahlen und Kommas und ach, das ist echt nicht meins. Das Einzige, und das ist eben das, was ich dir auch damit sagen möchte, warum ich das trotzdem mache auch ist, weil ich sage, ich muss das auch auf jeden Fall diszipliniert durchziehen, um meine Ziele zu erreichen. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dass du da drin nicht gut bist, heißt nicht, dass du es auf keinen Fall machen solltest. Das heißt nur, dass du vielleicht etwas finden solltest, worin du gut bist und dann im gleichen Zuge etwas anderes, das, was notwendig ist, dass du das trotzdem noch machst. Und das heißt in meinem Fall, dass ich mich vor allem auf meine Extroversion konzentriere, also auf, oh, guck mal, wie schön das ist, oder? Dass ich mich darauf konzentriere, zum Beispiel, dass ich Deals mache, dass ich viele Verhandlungen eben selber übernehme, dass ich das Team führe, dass ich neue Leute ins Team hole, dass ich solche Videos mache. Das ist meine Stärke, ja. Aber für zum Beispiel Werbeanzeigen, für SEO, für all diese Sachen, Analytics, Tracking, da habe ich Leute im Team, die da tausendmal besser sind als ich. Und damit, wenn ich das alleine machen würde, würde ich wahrscheinlich mit wehenden Fahnen untergehen. Der andere Punkt ist, was kann man überhaupt online-Marketing technisch machen? Ich meine, wir haben 2018, es ist eine unfassbare
unfassbare Vielfalt an Möglichkeiten davon, irgendwelchen Trading-Sachen über Dropshipping, über FBA, über Infomarketing. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Und das Einfachste, was du für dich selber, guck mal, da sitzt meine Freundin und ist ganz heimlich am Telefonieren. Das Einzige, was ich dir empfehlen würde, was in dem Punkt wichtig ist, ist, dass du dir selber Gedanken machst, was möchtest du in den nächsten Jahren den ganzen Tag machen? In einer Sache gut zu werden wie Online-Marketing, das heißt nicht mal eben schnell eine Website aufbauen und dann läuft das Ding. Das heißt, dass du dir 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Jahre den Arsch aufreißen musst, okay? Bei mir hat es auch nicht von Anfang an geklappt und bei den anderen Jungs, die ich kenne, hat es auch nicht von Anfang an geklappt. Wenn du dir Hilfe holst, ja, wenn du zum Beispiel bei uns eine Ausbildung machst oder sowas, klar geht das schneller. Klar kannst du innerhalb von kürzerer Zeit, also wenigen Monaten bis maximal vielleicht 2 Jahre, da deinen Erfolg haben. Aber trotzdem ist das nicht über Nacht, sondern das bedeutet harte Arbeit für lange Zeit. Und das ist eine Sache, die ich dir auch ganz, ganz offen und transparent sagen will. Ganz egal, was du machst in deiner Selbstständigkeit, es wird lang und hart und es wird schwer. Aber das ist der Punkt, was willst du denn sonst machen? Weil wenn du es nicht machst, dann wird es trotzdem lang und hart und schwer. Oder es wird so stumpf, dass du keinen Bock drauf hast. Deswegen die einzige Option, die doch wirklich noch übrig bleibt, ist, dass du dir den Arsch aufreißt und das machst, wofür du bestimmt bist. Ich glaube auch an dich. Wenn du dieses Video jetzt hier seit 6 Minuten schon anschaust, dann bedeutet das, dass du einer bist, der bereit ist, den Weg zu gehen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, wenn du sagst, du bist bereit, diesen Weg zu gehen und du möchtest, dass ich gerne mehr auch über solche Videos rede, über solche Themen rede in den Videos. Also gerne einen Daumen hoch. Und jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal offen und ehrlich gesprochen. Bei all dieser Vielfalt gibt es sehr viele Leute, die behaupten, dass sie große Erfolge feiern. Und es gibt auch sehr viele Leute, die große Erfolge feiern und die man gar nicht kennt. Und deswegen ist es so ein bisschen schwer, wem kann man da draußen vertrauen. Und das Einfachste, was du machen kannst, ist, nicht auf das zu schauen, was die Leute sagen, sondern auf das zu schauen, was die Leute machen. Ein ganz, ganz signifikanter Hinweis ist, siehst du Werbeanzeigen. Wenn du nämlich Werbeanzeigen siehst, weißt du, diese Person hat ein Geschäft, was so profitabel ist, dass sie in der Lage ist, Geld für Werbeanzeigen auszugeben. Das ist immer schon mal ein gutes Zeichen. Wenn du monatelang oder jahrelang Werbeanzeigen von dieser Person siehst, dann weißt du, das ist ein profitables Geschäft. Wenn du vielleicht mal kurz eine Werbeanzeige siehst und dann nie wieder, dann kannst du auf jeden Fall schon mal skeptisch sein. Und das ist das Letzte, worum es wirklich, was für dich die Lösung sein kann am Ende. Bei all diesen Geschäftsmodellen, das Einfachste, was wir festgestellt haben, das ist Dropshipping. Wenn du nicht ganz sicher bist, was das ist, verlinken wir das auch mal in der Infobox, ein Video, wo das Ganze erklärt wird. Das nächsteinfachste, was wir herausgefunden haben, ist tatsächlich hochpreisige Ausbildungen. Das heißt, sagen wir mal, du bist super gut im Tennis und dann verkaufst du nicht eine Tennisstunde für 50 Euro, sondern verkaufst eine 3-monatige Tennisausbildung für 1000 Euro zum Beispiel. Und dann verkaufst du davon 2, 3, 4 im Monat und damit hast du dann eben deine Kosten gedeckt, kannst leben und hast nicht so viel Arbeit wie und auch nicht so doofe Arbeit, wie wenn du was anderes machst. Dann geht's halt so mit in die schwersten Sachen über. Also FBA ist auch noch relativ easy, aber das Schwerste, und das ist wirklich, wirklich etwas, was ich dir ans Herz legen möchte, was du nicht einfach starten solltest in der Annahme, hey, ich mach das mal easy und dann läuft das. Das ist Infomarketing, also Informationsprodukte zu vermarkten, Videokurse zu vermarkten oder sogar Live-Event-Tickets oder sowas zu vermarkten. Das ist nicht easy, okay? Das ist wirklich nicht easy, sowas über das Internet zu verkaufen. Weil die Leute kommen auf deine Website und fragen sich, hä, wer ist das und warum soll ich dem glauben? Und dann musst du erst mal Beweise liefern. Und ganz besonders, wenn du ganz am Anfang stehst, wo sollst du denn Beweise hernehmen? Wie sollst du es denn schaffen, irgendwie Beweise zu finden dafür, dass du den Leuten helfen kannst, wenn du vielleicht ganz am Anfang stehst und vielleicht noch nicht mal jemandem geholfen hast bisher? Und das ist natürlich immer so ein schweres Thema. Wenn du nicht sicher bist, was soll ich machen, was ist ein gutes Geschäftsmodell, 2017 haben sich für uns wirklich diese 2 Geschäftsmodelle am allermeisten bewährt, wo wir gesehen haben, bei uns und auch bei unseren Kunden ist das am meisten durch die Decke gegangen. Das eine ist, dass du sagst, du machst Dropshipping, ja? Das andere ist, dass du sagst, du machst Expertenmarketing, das bedeutet, du bist in irgendetwas wirklich gut und vermarktest dann dein Wissen in hochpreisigen Angeboten, beispielsweise Coachings oder Betreuung machst oder sogar Done-for-You-Service, also dass du für jemanden dieses Problem löst. Das sind eben sehr lukrative Geschäftsmodelle, mit denen man gut anfangen kann. Und wenn du anfangen möchtest, dann würde ich dir auch empfehlen, mit Social Media anzufangen, weil Werbekampagnen lukrativ zu schalten, das klingt recht einfach, aber es ist schon echt eine Herausforderung und es benötigt auch recht viel Geld, was man erstmal verbrennen muss, um zu lernen, wie man es nicht macht, weil dann dadurch, dass du weißt, wie man es nicht macht, verstehst du immer mehr, wie man es macht. Dann das Dritte, was ich dir empfehlen kann, was du machen kannst, ist tatsächlich für jemanden zu arbeiten, anstatt dein eigenes Business zu machen, jetzt zu sagen, hey, ich will jetzt sofort ein Infobusiness haben oder sowas, einfach zu sagen, weißt du was, ich gehe jetzt 1, 2 Jahre bei jemanden in die Lehre zu gehen, der dir das beibringen kann, der dir helfen kann. Und deswegen möchte ich dir auch genau für diese 3 Sachen weiterführende Links geben. Einmal
für das Thema Dropshipping. Wenn du möchtest, wenn du sagst, du möchtest gern mehr zum Thema Dropshipping wissen, verlinke ich dir ein Video zum Thema Dropshipping. Wenn du sagst, du möchtest gern mehr wissen zu dem Thema Expertenbusiness, du bist vielleicht extrem gut im Tischtennis und möchtest jetzt Tischtennis-Coachings geben, da werde ich dir auch etwas verlinken. Und das Letzte, was ich noch habe, was ich dir auch verlinken werde, das ist, wenn du sagst, du möchtest gern bei uns Teil des Teams werden. Wir wachsen gerade sowohl in Düsseldorf als auch in Berlin, ganz besonders aber in Düsseldorf. Wenn du da Online-Marketing-Trainee bei uns werden möchtest, das werde ich dir auch verlinken. Und wenn du Fragen hast, ich werde jetzt in den nächsten Tagen explizit sehr viel hier unter diesem Video schauen nach Kommentaren. Wenn du Fragen hast, wenn du sagst, ich möchte gern irgendwie das machen, ist das eine gute Idee oder nicht, dann schreib es mir in die Kommentare. Ich werde extra ganz viel darauf achten und möglichst alle Kommentare beantworten, so dass wir, dass ich dir hier möglichst viel helfen kann. Weil eine Sache, die ich mir auch fürs neue Jahr jetzt vorgenommen habe, ist wirklich auf Social Media noch aktiver zu sein, noch mehr zu geben, noch mehr zu helfen, noch mehr dir unter die Arme zu greifen. Und wenn du dieses Video hier zusammengefasst nochmal haben möchtest, innerhalb von 2 Sätzen, dann der Satz Nummer 1. Online-Marketing ist richtig schwer, aber wenn du es machst und dir den Arsch aufreißt, dann kannst du innerhalb von ein paar Jahren schaffen, finanzielle Freiheit zu haben, insofern, als dass du nicht an irgendwen gebunden bist. Und zweitens, der zweite Satz ist, das einfachste ist Dropshipping, das zweiteinfachste ist Expertenmarketing und das dritteinfachste und das drittbeste von diesen Sachen, vielleicht sogar das Beste, was ich dir empfehlen würde, ist, dich an jemanden zu heften, der das schon sehr erfolgreich kann. Lass mir einen Kommentar da, stell mir alle Fragen, die du fragen möchtest, was auch immer, und bitte lass mir auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn du sagst, das war ein transparentes, ehrliches und hilfreiches Video. Ich bin immer noch im Überlegen, ich habe es jetzt letztens schon mal gefragt, schreib es mir auch gerne in die Kommentare. Ich habe mir überlegt, ob ich die vom gesamten Dezember einfach mal alle Umsätze aufdecken soll, euch einfach mal zeigen soll, wo kam welches Geld, wodurch rein, womit haben wir Geld gemacht, was sind die Angebote, die wir verkaufen, und dass ihr auf diese Art und Weise auch mal seht, erstens überhaupt, macht der González überhaupt Geld oder nicht? Ja, das ist immer so die Frage, so im Internet, viele Leute reden so viel, und die zweite Frage ist, wie machen wir überhaupt das Geld? Ja? Und wenn ihr sagt, das ist für euch interessant, schreibt es mir auch in die Kommentare und lasst mir einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, wie immer, alles Gute, viel Spaß und ciao.